Dominik Ernst steht bei uns. Dodo, 0:1 heißt es am Ende gegen den SC Freiburg in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals. Ich denke trotzdem, dass wir eine sehr, sehr starke Mannschaftsleistung heute gesehen haben. Teilst du die Ansicht? Mehr. Also ich glaube, wir können unfassbar stolz sein, heute so eine Leistung gegen Bundesligisten abgeliefert zu haben. Und ich glaube, wenn man die 90 Minuten jetzt mal betrachtet, hatten wir vielleicht auch die besseren Chancen und hat ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt. Ja, in der Verlängerung durch eine super Einzelaktion von Waldschmidt muss man schon sagen, da sieht man auch die Qualität, die dann vorhanden ist. Aber wir haben nicht aufgesteckt, wir haben weitergemacht, wir hatten unsere Möglichkeiten. Ich sag mal jetzt auch die Findungsphase, man kann sagen, das greift jetzt alles. Man sieht über 120 Minuten heute eine konstant überragende Leistung. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, dass wir uns für den Aufwand, für das, was wir uns erarbeiten, auch im Speziellen, dass ich mich für diese Leistung, die ich im Moment auch erbringe, dass ich mich mehr belohne. 120 Minuten, hohes Tempo. Du hast gegen den ehemaligen Nationalspieler Christian Gündner stark verteidigt. Wie beurteilst du deine eigene Leistung? Ich glaube, erstmal muss ich sagen, dass mich andere beurteilen sollen, wie meine Leistung ist. Ich glaube, sagen zu können, dass ich im Moment in sehr guter Form bin. Und wie gesagt, das einzige Manko, oder wo ich einfach selbstkritisch genug bin, ist, dass ich mich für das, was ich im Moment abliefere, dass ich mich dafür einfach belohne, ob es ein Tor ist oder ob es eine Vorlage ist. Aber das, so die Kirsche auf der Sahne, die fehlt im Moment noch bei mir persönlich. Ja. Von der aktiven Fanszene hieß es gerade, Pokal abhaken, voller Fokus auf die Liga. Was nimmt man mit in der Liga? Ja, ich habe es vor dem Spiel zu den Jungs schon gesagt. Wir sind innerhalb der letzten Woche eine richtig geile Truppe geworden. Das macht richtig viel Spaß und auch innerhalb der Mannschaft mit dem Trainerteam, mit den Fans. Und ich glaube, dass wir ganz viel mitnehmen können aus diesem Spiel, weil wir haben über 120 Minuten eine konstante Leistung abgerufen. Und dieses Herz und diese Mentalität, diese Leidenschaft, die müssen wir jetzt einfach in die Liga transportieren. Und ich glaube, dann werden wir alle noch ganz viel Spaß zusammen haben. Ja, bei uns ist nach dem DFB-Pokalspiel Morten Behrens, unseren Keeper. Morten, erstmal, wie war es für dich? Pflichtspieldebüt für den ersten FC Magdeburg, wie ist es gelaufen? Erstmal war es natürlich schön, mein erstes Spiel zu machen und dann vor so einer Kulisse so ein Spiel. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Am Ende war es einfach schade, dass wir nicht belohnt wurden. Ich denke, wir haben ein super Spiel gemacht, haben super gefightet. Ja, am Ende konnten wir leider nicht alles verteidigen, hatten aber selber auch gute Chancen. Aber so ist der Fußball, aber ich denke, wir können stolz auf uns sein und darauf aufbauen. Wie war das Gefühl für dich? Die Jungs hatten zahlreiche Chancen. Ich glaube, da dreht man hinten vielleicht auch so ein bisschen durch, sage ich jetzt mal, wenn man sieht, der Ball geht einfach nicht über die Linie, oder? Für mich war es erstmal so, dass mir die Jungs das extrem einfach gemacht haben. Ich wurde super aufgenommen und ja, natürlich fiebert man dann von hinten mit und hoffte, dass die Dinger reingehen, aber gar kein Vorwurf an die Jungs, also die haben super gekämpft und alles reingehauen. Am Ende hat einfach das bisschen Glück gefehlt. Bei dem 0:1 war es relativ schwer zu verteidigen, gerade auch für dich. Beschreib nochmal vielleicht ganz kurz, wie du die Szene erlebt hast. Also es war klar, dass wir nicht alles wegverteidigen können für Freiburg. Dafür haben sie auch zu viel Qualität. In der Szene kommen sie natürlich mit Tempo auf uns zu und haben außen auch noch gute Laufwege angeboten. Dann hat er den Weg durch die Mitte gewählt. Schließt er natürlich gut ab. Ja, muss man ihn auch lassen, also da haben sie die Qualität für. Aber ansonsten haben wir es gut gemacht und nicht viel zugelassen. Letzte und abschließende Frage, ein Wort zu den Fans. Wie hast du es wahrgenommen heute vor dieser Kulisse? Ja, überragend. Also Woche auf Woche, da gibt es nichts zu meckern. Die stehen voll hinter uns und ich denke, für sie war es auch was Besonderes, dieses Pokalspiel. Das hat man auch gemerkt. Die Unterstützung war überragend, auch in der Nachspielzeit, wie sie uns nochmal nach vorne gepusht haben, obwohl wir überhaupt keine Kräfte mehr hatten. Das ist schon einmalig. Alles Gute weiterhin und vielen Dank. Danke.